Primero me gustaría mostrar, ich würde gerne zum Anfang einige Bilder zeigen, die sich mit der Thematik von Ayotzinapa, beschäftigen. Zunächst einmal habe ich versucht, die Proteste in Mexiko-Stadt zu dokumentieren, denn in Mexiko-Stadt habe ich ja zu diesem Zeitpunkt selbst studiert. Später habe ich mich dann entschieden, nach Guerrero zu reisen, dort, wo der Übergriff stattgefunden hat, um so dann auch die Familien kennenlernen zu können. Und es dauert dann eine ganze Weile. Man muss die Zeit haben, man muss geduldig sein, bis sich solche Momente ereignen, wie der Moment einer Mutter, die von ihrem verschwundenen Sohn berichtet und darüber in Tränen ausbricht, diese so schweren Momente. Die nächsten Fotos, die wir gesehen haben, zeigen die Suche der Familienangehörigen nach den Verschwundenen. Teilweise in den Bergen, im Wald, suchen sie nach Überresten, nach vielleicht verschwundenen, nach Massengräbern. Und ich habe mich für diese Porträtarbeiten entschieden. Das sind Porträts teilweise von den Eltern, vielleicht aber auch von den Geschwistern, um so die Individualität jedes Einzelnen betroffen stärker auszusehen und in der Masse dann auch das Ausmaß darstellen zu können, den der Vorfall gehabt hat. No estamos hablando solo de números, sino de personas, pues que son alguien.